Dieser Trainer wurde gefeuert und nur zwei Tage später wieder zurückgeholt. Das ist Davide Nicola, Trainer der Serie A-Mannschaft US Salernitana. Dort spielte bis letztes Jahr auch Franck Ribéry, der nun Techniktrainer ist. Vor einem Jahr hat Nicola den Aufsteiger auf einem Abstiegsplatz übernommen, konnte sie aber noch retten. Diese Saison stand die Mannschaft sogar lange im Mittelfeld. Als dann aber 8 sieglose Spiele und eine 2:8-Klatsche gegen Atalanta folgten, wurde er im Januar beurlaubt. Er bat den Präsidenten, sich die Entlassung nochmal zu überlegen. Zwei Tage später wurde dann als neuer alter Trainer Davide Nicola bekannt gegeben.